Fassungslosigkeit nach der tödlichen Messerattacke auf Fritz von Weizsäcker. Der Angreifer tötete den Sohn des früheren Bundespräsidenten, um sich an dessen Familie zu rächen. Fassungslosigkeit nach der tödlichen Messerattacke auf Fritz von Weizsäcker. Der Angreifer tötete den Sohn des früheren Bundespräsidenten, um sich an dessen Familie zu rächen. Live aus Berlin, die Sat.1 Nachrichten. Guten Abend und willkommen heute unter anderem zu diesen Themen. Unter Druck. Hat der US-Präsident sein Amt missbraucht? Ja, sagte heute Trumps eigener EU-Botschafter. Laut Gordon Sondland übte Trump Druck auf den ukrainischen Präsidenten aus, um politische Munition gegen einen Rivalen zu bekommen. Die Anschuldigungen wiegen umso schwerer, als Sondland ein Mann von Trumps Gnaden ist. Er bekam seinen Posten als Belohnung für eine Millionenspende. Aus Washington, Steffen Schwarzkopf. Und aus Washington zugeschaltet ist jetzt Steffen Schwarzkopf. Steffen, bisher standen die Republikaner ja geschlossen hinter Trump. Ist das nach diesen Aussagen immer noch so? Dankeschön, Steffen Schwarzkopf, für diese Informationen aus Washington. Fassungslosigkeit und Bestürzung herrscht nach der tödlichen Attacke auf Fritz von Weizsäcker. Der Chefarzt einer Berliner Klinik und Sohn des früheren Bundespräsidenten ist gestern Abend während eines Vortrages erstochen worden. Ein Polizist, der ihm zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls verletzt. Der Angreifer ist ein 57-jähriger Deutscher. Offenbar ist er psychisch krank. Thomas Vetter berichtet. Dietmar Woidke ist vom Brandenburger Landtag wieder zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Und zwar vor 30 Jahren wurde die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Die soll überall auf der Welt die Interessen Minderjähriger garantieren. Dazu gehört das Recht auf Bildung, auf Freizeit und auf Schutz vor Gewalt. Auch 2019 noch sind diese Rechte für Millionen Kinder in Entwicklungsländern unerreichbar. Doch auch hierzulande gibt es einiges zu tun, wie Fanny Werther berichtet. 3/4 der Deutschen kaufen mindestens einmal pro Monat im Internet ein. Die Stiftung war bei uns. Zunächst unser Nachrichtenüberblick. Die SPD will Familien mit geringen Einkommen durch ein höheres Kindergeld unterstützen. Das würde allerdings rund 11 Milliarden Euro kosten. 3/4 der Deutschen kaufen mindestens einmal pro Monat im Internet ein. Zur Weihnachtszeit dürften es wohl ein paar Einkäufe mehr werden. Viele Online-Händler werben mit Gütesiegeln um das Vertrauen der Kunden. Doch wie vertrauenswürdig sind eigentlich diese Gütesiegel? Stiftung Warentest hat sie untersucht. Das Ergebnis fällt vernichtend aus, wie Max Seib berichtet. Annike Dürkop hat für Sie die Wetteraussichten recherchiert, aber leider vorerst nur graue Wolken durchmischt mit Regen gefunden. Sehr viel appetitlicher geht es bei uns anschließend weiter mit The Taste. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.